Mein erstes eigenes Wikifolio ist online und das heißt natürlich YOLO Blue Chip Global Dividend. In meinem letzten Video hatte ich die Idee, die dividendenstärksten Blue Chips, die es auf der Welt so gibt, in einen Topf zu schmeißen und diese Idee ist auch richtig gut angekommen. Und ich dachte mir, in so einen ETF würde ich eigentlich auch ganz gerne investieren und habe daraufhin im Internet eben so ein bisschen rumgesucht, bin da auch auf ETFs gestoßen, die Blue Chip orientiert sind, aber die nicht so wirklich Wert auf Dividende gelegt haben. Das heißt, die haben dann so 1, 2 oder 3 Prozent Dividendenrendite abgeworfen. Und da dachte ich mir, das ist ja schon ein bisschen wenig. Ich möchte ausprobieren, ob da vielleicht mehr rauszuholen ist und habe daraufhin mein eigenes Wikifolio eröffnet. Bei dieser Strategie wird überhaupt nicht auf Kursgewinne geschaut. Es werden einfach nur die Unternehmen zusammengeworfen, die zu den 100 weltweit größten gehören und über 3,5% erwartete Dividendenrendite aufweisen. Das sind aktuell 34 Unternehmen und wer da alles mit dabei ist und wie viel die im Einzelnen abwerfen an Dividendenrendite, das könnt ihr im Artikel nachlesen, den ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinke. Es gibt eine Erweiterung der Regel, weil ich möchte aus diversifizierungstechnischen Gründen, dass mindestens 30 Unternehmen in diesem Index vorhanden sind. Wenn es nicht genug Titel gibt, die den Kriterien entsprechen, dann wird mit Aktien der nächstgrößeren Dividendenrendite aufgefüllt. Die Aktien sollen zu gleichen Teilen enthalten sein und mindestens zweimal im Jahr soll es eine Rundumanpassung geben, nämlich am 30. April, das war gerade erst sozusagen das Einrichtungsdatum, und ein halbes Jahr später am 31. Oktober. Wie sich der Kurs entwickelt, steht absolut natürlich in den Sternen, denn die Strategie baut nur auf die Sicherheit oder die vermeintliche Sicherheit, die die weltweit größten Unternehmen bieten, und auf die Dividenden, die diese Unternehmen ausschütten. Ich bin selbst total interessiert daran, wie ein solcher Index abschneiden könnte und wie die Wertentwicklung da dann ist. Deswegen war es das Einfachste, jetzt ein Wikifolio einzurichten. Man kann es sich schon anschauen, der Link ist unten in der Beschreibung natürlich drin, und man kann sich auch schon vormerken, falls man investieren wollen würde. Natürlich hat ein Wikifolio seinen Preis und ist mit 0,95% pro Jahr Verwaltungsgebühr und 5% Performancegebühr deutlich teurer als ein ETF. Die 0,95% Gebühr gehen vollständig zu Wikifolio und die 5% Performancegebühr gehen abhängig davon, wie viel Geld in das Wikifolio investiert ist, an den Trader. So werden die Leute genannt, die die Wikifolios einrichten. Das beginnt, glaube ich, bei 10% und geht dann hoch bis auf maximal 50%. Die Performancegebühr muss mindestens 5% betragen, das gibt die Plattform so vor, und sie wird nur fällig, wenn ein neuer Höchststand erreicht wird. Das ist der erste Minuspunkt. Ich kann nämlich einfach so einen ETF mal aus dem Boden stampfen, aber wohl ein Wikifolio-Index-Zertifikat. Und klar, natürlich hat man weniger Verwaltungsgebühren, wenn man die ganzen Titel einfach selbst kauft. Minuspunkt Nummer 2 sind die Dividenden. Die werden an die Anleger nicht ausgeschüttet, sondern im Wikifolio reinvestiert. Das geht leider auch nicht anders, weil es die Zertifikate einfach nicht anders vorsehen. Das heißt aber, dass die Wertentwicklung, die man dort auch sieht, die Dividenden schon beinhaltet. Das bedeutet aber für den Anleger, dass er über die Dividenden nicht frei verfügen kann, sondern Zertifikate verkaufen müsste, um die Gewinne realisieren zu können. Und ich bin ehrlich, das würde mich als Anleger schon stören. Ich mag die Dividenden auf jeden Fall ausgezahlt bekommen, hier bar auf Kralle, auch wenn es mich wahrscheinlich mehr Steuern kostet. Ich bin zwar kein Steuerfachmann. Der Vorteil bei der Sache könnte aber sein, dass wenn ich mit dem Zertifikat keine Gewinne mache, dass ich dann auch keine Steuern zahlen muss. Während, wenn ich eine Aktie habe, die im Kurs fällt, ich aber trotzdem Dividenden bekomme, dann muss ich trotzdem auf die Dividenden Steuern zahlen, auch wenn der Kurs sinkt. Das ist so ähnlich wie mit P2P-Krediten, wo ich auch auf alle Zinserträge immer Steuern zahlen muss, unabhängig davon, wie viel Kapital gerade so in Verzug ist. Gut, aber so gibt es überall Vor- und Nachteile. Was ich anstrebe, sofern mein Wikifolio irgendwann mal investierbar sein sollte, Klammer auf, dazu braucht man mindestens 10 investitionswillige Leute, Klammer zu, dann würde ich darauf schauen, dass ich das schon zeitnah dann auch in ein Real Money Wikifolio umwandle, einfach weil dadurch dann mehr Vertrauen zu den Anlegern auch aufgebaut wird, weil ich dann mit echtem eigenem Geld auch investiert bin und das immer so ein bisschen sexier ist, als wenn ich jetzt nur rummanage und mich die Auswirkungen eigentlich gar nicht so jucken.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob uns allen diese Dividendentaktik etwas bringt. Und falls ihr das vorangegangene Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne hier oben noch einmal an. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.